Also man sagt ja mal, dass es fünf große Propheten gibt. Und in Amina Rasulu gibt es ja eine Passage, wo drin steht, und die Gläubigen machen keinen Unterschied zwischen La, den. la nufarriqu Genau. bayna ahadin min rusuli. Wir machen keinen Unterschied zwischen einem und dem anderen. Sehr gut. Das ist eine gute Frage. Guck mal, das ist, so stellt man auch solche Fragen. Ja? Da sagt man, wie zum Beispiel Scheich oder Bruder oder Prediger oder was auch immer, wie muss ich das verstehen? Was ist da zu verstehen? Weil es gibt im Koran und Sunna keinen Widerspruch. Im Koran und Sunna gibt es keinen Widerspruch. Aber es gibt Sachen, die auf dem ersten Blick wie ein Widerspruch erscheinen können. Weil was ist ein Widerspruch? Ein Widerspruch ist etwas, was man nicht miteinander verbinden kann. Was unmöglich übereinstimmen kann. Ja? So. Und um das heraus, und ich will übrigens hier einen Tipp geben, wer einen Widerspruch im Koran sieht, sollte sich meinen Vortrag anschauen, angebliche Widersprüche im Koran. In diesem Vortrag, angebliche Widersprüche im Koran, habe ich auf alle Widersprüche von einer Islamhasser-Seite geantwortet. Und da ist fast alles bei. Ich glaube, der ist sogar auch dabei. Aber auf jeden Fall, um darauf einzugehen. Erstmal, wir sollten bei der Analyse von einem Vers schauen, was in anderen Versen steht. Wir sollten schauen, was in der Sunna dazu gesagt wird. Wir sollten schauen, was für ein Herabsendungsgrund ist. Wir sollten schauen auf den Kontext, sowohl auf den textlichen Kontext, also was davor und danach im Text steht, als auch auf den historischen Kontext. Weil dann wird oft vieles klar. Denn vieles wirkt widersprüchlich, weil es zu verschiedenen Zeiten herabgesandt wurde. Ich könnte dir zum Beispiel ein Rezept geben. Der Arzt hat verschrieben, diese und jene Medizin soll ich nehmen. Und dann ein anderes Rezept, da steht drauf, ich soll diese und jene Medizin nehmen. Eine andere Medizin. Sieht da erstmal aus wie ein Widerspruch. Aber diese Medizin musste ich beispielsweise in den ersten Monaten nehmen und danach musste ich eine andere Medizin nehmen. Und das Krankheitsbild hat sich geändert. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand Chemotherapie bekommt, manche bekommen Chemotherapie, dann bekommen sie danach Strahlen, dann bekommen sie, ja, das heißt, wie man die Sache behandelt, eine Krankheit behandelt, verändert sich. Und deswegen ist es oft so, und das verwirrt auch manche Leute, was die Kriegs- und Friedensverse im Koran angeht. Da gibt es einige, die sagen, das abrogiert. Die korrekte Meinung ist nicht, dass die Verse, die friedlichen Verse abrogiert sind, sondern dass das je nach Situation passt. Das heißt, wenn man in einer Situation ist, wo die Verse des Krieges herabgesandt wurden, zählen diese Verse. Wenn wir uns aber in einer Situation befinden, wo es Frieden gibt, etc., gelten diese Verse des Friedens beispielsweise. Jetzt auf die genaue Situation. Ich wollte das nur gerade kurz erwähnen. Was diesen Vers angeht, ja, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِي. Das ist Sure 2, Vers 285, müsste das sein. In Sure 4, Vers 149 bis 151 wird dieser Vers praktisch erklärt. Wir machen keinen Unterschied. Was ist mit Tafriq oder Mufarriq hier gemeint? Allah sagt dort, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِي وَيُرِدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِي وَيَكُلُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِدُونَ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Das heißt, diejenigen, die nicht an Allah und die Gesandten glauben, einen Unterschied machen. Nufarrik. Was heißt das hier? Das heißt, die nicht an die glauben. Das heißt, wenn sie sagen, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِي, damit meinen wir verleugnen keinen von ihnen. Nicht, dass nicht einer eine höhere Huld hat als ein anderer. Allah sagt, kill tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'd. Die sind die Gesandten, wir haben die einen über die anderen erhöht. Aber hier steht nicht, ja, hier steht Fadl. Ja, und hier steht Tafriq. Das heißt, hiermit ist gemeint, wenn wir sagen, la nufarriqu bayna ahadin wa rusuli, dass wir damit meinen, wir verleugnen niemanden von ihm. Nicht, dass der eine oder andere vielleicht eine höhere Stellung hat als der andere. Angekommen? Angekommen. Inshallah.